Aber ich muss sagen, ich glaube Mario Party 2 und Mario Party 4 sind so meine Lieblings-Mario Partys. Aber das hat vielleicht auch einfach so den Grund, weil ich das früher mal mit meiner Familie so viel gespielt habe. Aber das war cool. Das hat immer noch Spaß gemacht. Die anderen sind halt, ja, super modern und ein bisschen anders. Aber man kann es trotzdem spielen. Deswegen, ich freue mich auch. So, wir machen Lon Lon Ranch. Ne? Wollten wir jetzt, ja. Machen wir erstmal Lon Lon. So, wir müssen natürlich noch das Gewand wechseln. Ach, Eva, ja, ich habe gerade gewechselt, ja. Es ist schon lustig mit euch. Es ist schon sehr lustig mit euch. Ich brauche hier mal einen Kommentator, der mir solche Tipps gibt. Der nur auf sowas achtet. Also ich plane aktuell auch noch ein weiteres Projekt. Also jetzt kommt ja erstmal, ja, ihr wisst das ja, Majora's Mask Randomizer mit Combo Ocarina of Time. Ne? Dann kommt nebenbei noch hier Link's Crossbow Training, das ist geplant. Und aktuell plane ich halt noch ein neues Projekt mit einem Death Wheel. Wo wir dann hoffentlich ja auch nochmal richtig schön reinscheißen können, sag ich mal. Was richtig schön schwer wird. Also ich plane da wirklich ein krasses Projekt. Ich hoffe, die Umsetzung ist gut, so wie ich die dann machen werde. Das müssen wir dann mal sehen. So. Wie schaut's denn aus? Ich gucke erstmal hier kurz rein. Wir suchen immer noch eine Skulti auf der London Farm. War doch so, oder? Oder war ich hier fertig? Ich hatte jetzt... Nee, gell? London Farm war noch nicht fertig. Nee. Da müssen wir noch. Er ist am Pennern. Warum heißt das Indigo eigentlich so? Ist Indigo nicht eine Farbe? Ja, schon, aber vielleicht so ein Mischmasch aus verschiedenen Dingen, oder? Ist Indigo nicht so eine Mischfarbe? Und ich könnte mir vorstellen, dass das so heißt, weil das eben eine Mischung aus vielen Zelda-Spielen ist. Und, ja, wir hatten da jetzt halt so viele Charaktere schon, die es sonst nicht gibt. Auch die Minish und hier die Suprosiana. Warte mal. Suprosiana. Ihr wisst schon, wen ich meine. Ne? Das könnte ich mir vorstellen, dass das der Grund ist, warum das Game so heißt. Vermutung. Zu Prosiana, genau. War übrigens der Mega-Gag einfach von diesen Suprosiana, den ich da gefunden habe. Weiß nicht, ob ihr das soweit geschaut hattet. Ich hatte dann ja einen Suprosiana bei mir zu Hause und der hat mir Suppe gekocht und er ist ein Suprosiana. Schlechtester Witz ever. Ich sehe die Skulli, Leute. Ich sehe sie. Den Minisch bist du getreten, armer Kerl. War so traurig. So. Ja, ich hoffe mal, der lebt noch. Und ich hoffe, der ist nicht tot, ey. Der Arme. So, ich hoffe, das ist die letzte Skulli hier gewesen. Wir sind schon bei 35 jetzt angekommen. Ist doch eigentlich gar nicht schlecht. Lon Lon Ranch ist damit abgeschlossen. Super. Dann auf zum Haiersee. Was können wir da machen? Also wir können da jetzt oben aufs Dach rauf. Wir können nochmal unters Wasser rumgondeln. Ich denke mal, im Wasser selber wird keine Skulti sein. Hoffe ich zumindest. Naja, mal gucken. Stimmt. Laut Minish macht das dem Minish nichts aus. Hört sich doch gut an. Ah, guck mal, ist ein Erzteil. Hey!
Sehr schön. Ob wir die noch alle zusammenkriegen, ich weiß ja nicht. Das wird schwierig, sage ich euch. Okay. Nummer 1. Warum ist da ein Huhn im Wasser? Aua. Hier hat sich jetzt gar nichts verändert. Hier ist auch nichts, oder? So geheim. Irgendwie. Ich hoffe mal nicht. Nö. Kuh möchte schwimmen. Welche Kuh? Das ist doch ein Huhn. Oh Gott. Gelenkübung waren das. So, okay. Haben wir denn hier noch irgendwas? Skulti-mäßiges. Da hängt auch nichts. So, hier können wir halt hochfliegen. Meint ihr, da oben ist ein Skulti? Wäre cool. Meinte ich auch, hab mich verschrieben, weil Milch vor mir steht. Ja, weil die Milch vor einem steht, da... Oh Gott. Ja, da ist ein Skulti auf jeden Fall. Da kann man schon mal ganz schnell einen Huhn mit einer Kuh verwechseln. Das ist ja auch geil. Schön. Aber es könnte auch von mir kommen. So, hier ist ein Skulti. Sehr schön. 166. So, wie viele haben wir jetzt? Njupp. Njupp. Wie viele haben wir jetzt? Haben wir jetzt alle? Seht ihr, da fängt es schon an. Nö. Hier fehlt immer noch was. Okay. 34 fehlen noch, ja genau. Ist schon eine stattliche Anzahl, die noch fehlt. Muss man sagen. So, machen wir gleich wieder Nacht. Okay, wo können denn am Haiersee... Ah, beim Wasser? Ich glaube nicht, dass im Wasser welche sind, oder? Meint ihr, im Wasser sind irgendwo Skultis gespawnt? Das wäre irgendwie mies. Endlich genauso mies wie mit den ganzen Bäumen da. Rück's raus. Erzähl der Junge wird schon wieder frech. Mensch. Ich habe heute aber auch ein Pech. Ich werde nur zurückgewiesen hier. Zurechtgestutzt. Die machen irgendwo Party. Ja, stimmt. Ich könnte mir auch vorstellen, dass die alle irgendwo in einem Raum hocken und einfach so Disco-Hardcore machen. Warum ist denn jetzt eigentlich keine Nacht? Ah, so. Jetzt aber. Unterwasserparty machen die. Da ist eine. Guckt mal. Die krabbelt da ein bisschen rum. Hit. Ey, das Ding ist aber auch lang. Das hört ja gar nicht mehr auf. Habt ihr das gesehen? So, zack. Alter. Was zur Hölle? So, sind doch Wasserläufer, oder? Sind doch dann Wasserläufer. Meint ihr nicht, es gibt auch Unterwasserspinnen? Es gibt hier immer noch Wasserspinnen. Es gibt hier immer noch Spinnen. Ja, wo könnten noch welche sein? Da unten am Felsbrocken. I'm really sure. Ja, ist krass, ne? Ich hätte jetzt auch gedacht, das ist die letzte. Ja, ich weiß nicht. Da auf der Insel könnten noch welche sein. Ich will mal gleich nochmal gucken gehen. Ich gehe mal kurz hier rein. Wer weiß, ne? Vielleicht hat er ja hier irgendwo eine versteckt, ha? Wie unter seiner Mütze oder so. Bin nicht mehr los, ne? Diesen anvisieren Button hier. Gott, ey. Hör auf.
Mann, ich kann nicht aufhören anzuvisieren. Nein. Unter der Mütze, ja. Haare eingetauscht gegen das Gulti. Ba, ba, der ewige Haarausfall ist das. So. Aber hier ist auch keine Skulti. Mann. Ich habe schon echt gedacht, ich freue mich jetzt. Ah, das ist doch bestimmt die letzte hier. Aber nö, gibt immer noch irgendwo welche. Habt ihr die Quellebomben? Vielleicht ist da eine. Nee, eigentlich nicht. Also normalerweise kann man da nichts sprengen. Ich kann auch keine Items, glaube ich, einsetzen da drin. Oder warte mal, ich kann doch keine Items da drin einsetzen, richtig? Nee. Also leider kann ich da nichts bomben. Ich kann ja nicht mal mein Schwert schießen, leider. So, ja. Noch ist Nacht. Ich warte mal ganz kurz, bis wieder Tag ist. Und dann... Weiter geht's. Ja, wo könnte noch was sein? Ja, es sind jetzt nur die zwei Inseln. Oder halt irgendwo an der Wand irgendwie. Es scheint aber halt alles sehr darauf abzuzielen, dass man dann diesen Ultrashot hat. Deswegen, ich könnte mir auch vorstellen... Nee, nicht tauchen. Ist halt mega dunkel jetzt. Wusstet ihr eigentlich, wenn man B drückt, dass man schneller schwimmt? Okay, da sehe ich erstmal nichts. Hier ist auch nichts, ne? Also normalerweise hörst du das ja sofort, wenn hier irgendwo eine Skulti ist. Hier ist nichts. Die Sache ist, wenn die hier irgendwo an der Wand dran hängt und die aber erst später aufploppt, weiß ich gar nicht, ob ich die finden kann. Ich habe mal eine Idee. Ich werde mal so einen Rundflug mit der Erbse machen. Vielleicht offenbart mir das irgendwas. Da, wo die Eule saß, ich will einen Sturm spielen. Können wir mal probieren, ja. Ich meine, normalerweise ist hier ein Loch, ne? Das ist ja so richtig. Ba-ba-ba, wir probieren das mal aus. Aber leider nicht. Schade. Ihr wolltet ja nur das Lied hören. Ist ja auch ein gutes Lied. Wo könnte noch eine sein? Habt ihr noch Ideen? Ich meine, als Kind haben wir uns ja schon genauso gut umgesehen. Finde ich zumindest. Jetzt ist Tag, hä? Okay. Ah, meinst du wirklich aufgrund des Sees? Das wäre eigentlich super gemein. Oh ja, ist halt... Ist halt ein Heck, ne? Ah. Den ganzen Grund des Sees abdappen. Jetzt nochmal hier an die Wände. Vielleicht hängt die auch einfach irgendwo hier. Am Wasser. Ich weiß halt nicht. Können die unter Wasser hängen, die Skultis? Ich bin mir gerade überhaupt nicht sicher. Hier ist auch nichts. Wenn wir auf Chat entscheidend landen und alle sagen, mehr Streams, passiert das dann? Naja, ich muss mir ja aussuchen, was gebotet wird, also. Ich mach mal kurz hier so ein View. Ob ich irgendwas sehe. Was Besseres gibt's doch eigentlich nicht, oder? Hä, wo soll denn hier noch was sein? Leute, ich weiß nicht, wo noch was sein soll. Wir gehen jetzt auf den Grund des Sees. Was anderes fällt mir halt echt nicht ein. Aber die Frage ist halt, muss dann Nacht sein? So.
Ich gucke jetzt nochmal beim See. Also im See. Wie ihr gesagt habt, ist vielleicht das Logischste, wenn die einfach beim Wassertempel hängt. Aber da ist ja auch nichts. Nö. Ha. Tja. Ich könnte jetzt nur noch die Wände abschwimmen. Einmal ringsrum. Das wäre so meine letzte Idee jetzt. Ist halt ein bisschen mühsam, ne? Hätte gern ein Speedboot, by the way. Ach, man kann hier langlaufen. Das ist ja nett. Machst du schon am Randbereich? Also das hier meinst du jetzt? Ja, ich guck gerade mal, ob hier noch irgendwas an der Wand hängt. Was war das? Aber dann hört es halt auch auf. Wo soll ich ihn dann noch suchen? Und dann meinte ich habe als Kind irgendwas verpasst. Kolios, hallihallo. Was geht? Wie steht's? Bin mir halt absolut nicht sicher, wo hier noch was sein soll. Man sieht halt auch echt wenig, muss man dazu sagen. Wenn jetzt hier eine ist, das ist natürlich krass. Aber wo soll denn als Kind noch eine sein? Meint ihr, als Kind hängt auch noch irgendwo eine rum und ich habe die übersehen? Ich meine, als Erwachsener war man jetzt halt überall. Ist halt auch gar nichts. Mir geht's gut und selbst. Mir geht's auch gut, danke. Der Nachfrage. Nur ein bisschen genervt, dass wir die letzte Skulltie hier nicht finden. Oder vielleicht ist auch die vorletzte, man weiß es nicht. Ich höre das Schrapp, Schrapp zu hören. Jetzt hier nochmal. Im Flusslauf. Ne, selbst hier ist ja keiner. Mann! Nervig. Ja, was meinen dann? Wollen wir nochmal als Kind versuchen? Mein Hintergrundbild hat eben auf Kakariko gewechselt. Hä? Wie meinst du das? Ach, du hast ein Zelda-Hintergrundbild quasi, so ein Wechselding. Was die ganze, also so ein, wie heißt denn das? Ihr wisst schon, was ich meine. Meint er, es können mehrere Skulltees in einem Loch sein? Das ist gerade noch so eine Sache, die mir einfällt. Aber ansonsten ist hier halt echt nirgendwo was. Als Kind am Rand entlang, das können wir auch nochmal gucken, ja. Ach ja. Also unter Wasser war ich jetzt auch gerade schon Master Raji, aber da habe ich auch nicht wirklich was gefunden. Ich hätte halt echt gesagt, als Kind vielleicht doch irgendwo noch. Weil ansonsten hast du hier nicht mehr viel im Labor. Der wollte nicht mal drehen. Nochmal drehen, okay.
Ja, komm, wir drehen mal, Leute. Wir drehen mal. Kein Schwert. Na toll. Ja, weiß ich jetzt nicht. Bäm. Explodierende Rubine. Ba, 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 ba. Beim Angler habe ich auch schon geschaut. Ja, da war leider auch nichts. Ha. Aber hier kann man halt auch keine Items benutzen. Das ist ja auch schon wieder die Sache. Die gute Nacht im Haus hast du schon. Die war doch unter der Kiste. Die gute Nacht? Was? Ja, keine Ahnung. Wir gehen nochmal als Kind her, würde ich sagen. Aber sind wir mal ehrlich, wo sollen die noch sein? Die Skuldi. Wir machen uns erstmal zum Kind, weil ich gucke als Kind nochmal kurz beim Hanyasee, ob ich da noch irgendwas auf die Schnelle finde. Vielleicht braucht man auch wirklich mehrere Käfer in die Löcher zu tun. Vielleicht gibt es da irgendwas. Ich meinte, damit die Skulter im Haus bei dem Professor war doch unter der Kiste. Und da ist doch ins Wasser gefallen. Die hast du aber schon. Ah ja. Gut, dass du das noch weißt. Was macht die gute Nacht in der Kiste? Man weiß es nicht. Die schläft dort. So, okay. Miau. Dann...